Kommen Sie ins Malzhaus am 24. Juli um 20 Uhr zum Hans Söllner und Benjamin Sisseldam Open Air Konzert. Es ist Freitag, der 17. Juli und damit herzlich willkommen zu Vogtland Aktuell, Ihrem täglichen Nachrichtenmagazin aus der Region. Und das sind heute unter anderem unsere Themen. CDU-Politiker auf Stippvisite im Musikwinkel. Reichenbacher Straße kurz vor Wiedereröffnung. Vogtländisches Holzbildhauersymposium begeht 20. Auflage. Und Falkensteiner Knirpse besuchen VRF-Studio. Die gemeinnützige Austauschorganisation Youth for Understanding sucht noch dringend Gastfamilien. Die Jugendlichen sind zwischen 15 und 18 Jahre alt und besuchen ab August/September für ein Jahr in Deutschland die Schule. Im vergangenen Schuljahr haben über 30 von der Organisation vermittelte Austauschschüler ihr Austauschjahr bei Familien in Sachsen verbracht. Nun hofft Joachim Wullenweber, Leiter des Gastfamilienprogramms, dass sich auch im kommenden Schuljahr wieder viele Menschen aus Sachsen ein Stück weite Welt nach Hause holen und einen Austauschschüler bei sich aufnehmen. Interesse? Weitere Informationen finden Sie unter yfu.de. Besuch im Musikwinkel. Heidrun Eichler, die Leiterin des Musikinstrumentenmuseums Magneukirchen, kehrte schnell noch den Sand vom Theumaer Schiefer und schon war der Besuch zur Stelle. Abgeordnete Eileen Fiedler, Sprecherin für Wissenschaft, Kultur und Medien der CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag, in Begleitung von Parteikollegen Yvonne Magwas, Sören Vogt, Rolf Keil und Andreas Rubner, startete im Museum ihren straffen Tagesplan in Markneukirchen. Der Grund für den Besuch war unter anderem die Bewerbung des Musikwinkels zur Aufnahme ins bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes. Als Mitglied des Sächsischen Kultursenats war Eileen Fiedler an der Auswahlentscheidung maßgeblich beteiligt. Auf ihrem Rundgang durch das Museum sah sie sich in ihrem Engagement sicher bestätigt. Ja, dann muss man in einem Musikinstrumentenmuseum auch was vorspielen natürlich, weil sonst wird es ja langweilig. Weitere Stationen an diesem Tag waren die Erlebniswelt Musikinstrumentenbau Music in Valley, das Rathaus, die Meisterwerkstatt für Metallinstrumentenbau Jürgen Vogt und die Westsächsische Hochschule Zwickau. Dieses Wochenende dreht sich in Reichenbach alles um Tennis. Der VTC ist nicht nur Gastgeber des Bucher Cups, sondern trägt auch ein Leistungsklassenturnier aus. Heute Nachmittag flogen schon auf den 5 Sandplätzen die ersten Bälle übers Netz. Wer am Sonntag als Sieger vom Platz geht, erfahren Sie am Montag ab 18 Uhr hier bei Vogtland Aktuell. Verkehrsfreigabe für die Reichenbacher Straße. Lange Zeit rollte der Verkehr nur über, nun bald auch wieder, auf der Reichenbacher Straße in Plauen. Heute Vormittag erfolgte eine Verkehrsfreigabe, zunächst für eine Seite der Fahrbahn. Damit wird ein Nadelöhr in der Stadt beseitigt und der Umleitungsverkehr merklich entspannt. Komplett werden die Bauarbeiten voraussichtlich am 7. September abgeschlossen sein. Die Brücke Stresemannstraße ist noch bis zum 31.07. gesperrt. Der Stadt Plauen kostet die Maßnahme 2,3 Millionen Euro. Bis jetzt bewegt sich alles soweit im vorgegebenen Kostenrahmen, so Tiefbauamtsleiter Steffen Ullmann. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 11,5 Millionen Euro. Andreas Rudelitz kann sich freuen. Der Plauner gewann bei der Sonderverlosung des VR-Gewinnsparvereins Hessen-Thüringen ein Auto im Wert von 27.000 Euro. Vorstandsmitglied der Volksbank Vogtland EG, Andreas Hostalka, und Bereichsleiter Thorsten Roscher brachten den Mini Cooper S dem glücklichen Gewinner diese Woche vorbei. Andreas Rudelitz hatte zuvor noch nie etwas gewonnen und freute sich umso mehr, dass sein Los unter 1,5 Millionen Lose gezogen wurde. Flur 2015, ein Jubiläum. Das Vogtländische Holzhauersymposium feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag. 1996 startete die Symposiumsreihe unter dem leicht ironischen Motto: Wir leisten uns die größten Schnitzer. Inzwischen hat sich die Veranstaltung gemausert. Seit Jahren zieht sie nun schon Künstler aus dem In- und Ausland an.
Vom 20. Juli bis zum 1. August werden Sie am Riedelhof in Oberbrunn erneut den Beweis erbringen, dass anspruchsvolle Kunst auch auf dem Lande einen festen Platz haben kann. Zum Jubiläum werden 9 Bildhauer sowie Studenten aus Japan und Deutschland teilnehmen. Diese wurden aus rund 180 Künstlern der letzten 19 Jahre ausgewählt. Sie sind die Crème de la Crème des Symposiums. Wie jedes Jahr wird auch heuer die Preisverleihung auf den Oberen Berg in Markneukirchen stattfinden. Vorher können Sie gerne den Künstlern am Riedelhof über die Schulter schauen. In der Nacht zum Mittwoch wurde in einem Mehrfamilienhaus auf der Gartenstraße in Bergen eingebrochen. Die Täter kamen durchs Kellerfenster und klauten im Flur einer Wohnung eine Handtasche mit Schlüsseln, Ausweisen und diversen Karten. Der Schaden beträgt ca. 1.000 Euro. Sollten Sie etwas beobachtet haben, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei in Auerbach. Die Telefonnummer ist 03744 2550. Und los? Hallo, wir sind die Kinder von der Feriengruppe Falkenstein. Wir sind heute beim Vogtland Regionalfernsehen. Guckt ihr überhaupt gerne Fernsehen? Kinder schnuppern Studioluft. Die Ferienhortgruppe Falkenstein Dorfstadt schaute heute Vormittag hinter unsere Kulissen. Bei einer Studioführung zeigten wir den 22 Mädchen und Jungen, wie Lokalfernsehen gemacht wird. Am Ende durften die Kleinen sich auch selber vor der Kamera und hinter dem Mikrofon ausprobieren. Und wer weiß, vielleicht sehen wir das ein oder andere Gesicht auch bald wieder vor unserer Kamera. Ich tue gern Lego bauen zu Hause, wenn ich da bin. Dann zwischendurch mal eine Frage stellen. Vielleicht haben eure Erzieher noch irgendeine Frage. Das war Vogtland aktuell für heute. Weiter geht es mit unserem Wetter. Morgen sehen Sie an dieser Stelle einen Wochenrückblick. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss!